Also damit es klar ist und darum geht es, der Sieg von Leipzig ist absolut verdient. Ich habe es Marco vor dem Spiel gesagt, der Spieler natürlich nicht. Aber zum jetzigen Zeitpunkt gegen Leipzig zu spielen, mit dieser Verfassung, wo die Mannschaft jetzt ist, mit dem Ball, gegen den Ball, ist natürlich der maximal schwierigste Zeitpunkt. Vielleicht spiele ich sie weiter so das nächste halbe Jahr, aber es ist enormes Tempo, enormes Umschaltverhalten und auch gegen den Ball sehr, 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 sehr gut. Und dann, was echt irgendwie total schade ist, aber wir haben hochverdient verloren, das ist jetzt zum wiederholten Male, gibt es dann eine Berührung. Und es gab eine Berührung. Und wir haben doch den VAR eingerichtet, damit, wenn es eine Berührung gibt, der Schiedsrichter weiterlaufen lässt, es steht 2-1, vielleicht schießen wir es 2-2, man weiß ja nicht, mit Glück. Und dann wird Elfmeter pfiffen. Und es war 20 so, 21 so, jetzt wieder. Im Heimspiel, Auswärtsspiel. Und das ist irgendwie, warum hat man den VAR? Weil für mich ist eine Berührung kein Foul. Und wenn es dann mehr ist als eine Berührung wäre, dann hat der VAR, meldet sich und sagt 11 Meter. Und das ist sehr, sehr schade, weil da hätten wir vielleicht eine kleine Chance gehabt. Aber nochmal, herzlichen Glückwunsch. RB hat eine außergewöhnliche Mannschaft, tolle Trainer. Deshalb läuft es ja so gut und wir haben verdient verloren.